Ja, sind wir drauf. Hi Leute, wir sind wieder live heute. Pascal hat mir gegenüber die Bitte geäußert, heute anonym zu bleiben. Also sein hübsches Gesicht wird heute nicht hier in der Kamera auftauchen. Wir haben ja ein bisschen Auspuff gemacht. Focus ST MK3. Mal gucken, alles Serie an dem Auspuff. Komplett haben wir umgebaut. Natürlich Stage 2, also beide Schalldämpfer. Nicht zu sehen, aber zu hören. Hast du entriegelt? Ja. Entriegelt ist? Ja. Ist es nicht. Ja, geh mal da runter weg. Na, warte. Ja, jawohl. Durch Technik, ne? Ja, du kannst. Ja, ja. Sagen wir jetzt einfach mal gar nichts zu. Ja. Oh Mann. Man muss ja diese stillen Momente mit irgendwas verbinden. Das ist doch einfach scheiße heiß heute. Exactly. Wir machen das trotzdem. Nein, man sieht das gar nicht, dass es heiß ist. Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht so schlimm, kommt gleich wieder runter. Ist auch nicht mehr ganz kalt, müssen wir zugeben. Wir wussten natürlich mal wieder, was los ist. Ja, muss man ja erst testen. Kann ja nicht in der Live übertragen, verkacken das nicht. Hört sich schon dezent geil an. Also das ist dann so die Alternative zu einer Sportabgasanlage. Relativ unsichtbar, weil die Schweißheizung ein Wickgerät und Schweißgeräte werden alle komplett natürlich glatt gemacht. Dass kein erster Verdachtsmoment entsteht bei... Lass uns mal ein bisschen laufen, würde ich sagen. Und dann kommen wir jetzt zu dem... Was mich heute irgendwie richtig geil macht, so ein bisschen war Weihnachten heute, ne? Da gestern wurde noch gefragt, warum, wofür baut ihr den Motor? Jetzt guckt man mit. Gut, pass auf. Junge. Ich wurde ja auch schon ein paar Mal drauf angesprochen. Nein, noch nicht. Sonst ist noch zensiert. So, gerade, warte. Ganz ruhig, ganz gut. So. Ich wurde euch öfter gefragt, ja, ihr baut ja nur GTX um und na, ich sag nein. Aber Hybridlader waren bis jetzt auch nicht so mein Fall. Und zwar wegen der Abgasseite. Aber da gibt es jetzt was Geiles. Deine Wunderlampe muss raus. Ja, hier. Da hast du sie. Wunderlampe. So. Focus RS Serienlader. Naja, ganz okay. Aber guck mal hier rein. Ist das geil? Ist das geil? Das nennt man Materialpornografie. Einfach geil. K24 Welle mit Cutback natürlich. Vorne drin erstmal 71er Verdichterrad. Bei dem Lader wird folgendes geändert: andere Backplate, wie man hier sieht. Da Serienbackplate und TTE Backplate, damit das 71er Verdichterrad auch passt. So, wenn man hier schön reinguckt. Warte, jetzt kommt erstmal wieder ein Taschenfunk. Jo. Kannst du ja, man sieht's. Ja, man sieht's. Sieht man's? Mhm. Guck mal, 71er Verdichterrad mit Double Blade Tech, natürlich aus dem Vollen gefräst, ist klar. Warum? Weil gegossene Verdichterräder, im Guss kann es dazu kommen zu kleinen Einbindungen von ich sag mal, Gasblasen. Und bei Schwingungen, sprich höheren Ladedrücken, kann das Ganze mal brechen. Das wird hier dadurch minimiert, ist also besser. Ziemlich geiler Scheiß. Wenn man dagegen mal hier reinguckt. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sieht. Ich weiß nicht, aber das ist dagegen schon ein bisschen ein wenig Kinderladen. Ja, man sieht das Rad kaum. Ja. So, deswegen machen wir jetzt auch mit den TTE, also Hashtag TTE und so, machen wir jetzt hier auch die Hybridlader umbauten. Weil das natürlich schon ziemlich geil ist.
Weil vorher war es so, alle haben immer Verdichterrad getauscht oder so. Und ja, Serienwelle Cutback drauf. Geht, aber reicht so für 420. Irgendwie so. Deshalb nicht so das Wahre. Ja, und man muss das ja auch mal wieder rauskriegen, was man vorne reinkriegt. Ja? Ich hatte da vorhin noch so einen geilen Spruch für, aber den. Das sag ich jetzt. Lass mal lieber. Das lassen wir jetzt. Aber ist schon klar, ne? Wenn wir jetzt hier Verdichterrad einfach nur tauschen und alles, du hast einen enormen Gegendruck irgendwann. Ne? Es kommt einfach hinten nicht mehr raus. Du kriegst irgendwann P3-Werte, was weiß ich, 3, 3,5 Bar. Das ist nicht mehr schön. Da musst du von der Nockenwellenverstellung, Zündung und so weiter eigentlich an der Software noch arbeiten. Und ach, okay, lassen wir das. Das ist, du kannst das wirklich nur mit der Zündung kompensieren, das Ganze. Und da ist das schon die wesentlich bessere Alternative. Mhm. Ja, es ist einfach scheiße heiß. Ja, es ist echt heiß. Zum Glück haben wir ja heute noch neue Werkstatttücher gekriegt, dann können die Alten nämlich dafür verballern und zum Schweiß. Ja, das muss anders aussehen, weil das muss so aussehen. Was denn? Du musst sagen, Tuch bitte, pudern. Tuch bitte, ja stimmt, genau. Und Scheinwerfer und Make-up und hier so eine Scheiße alle. Ne? Ja klar. Ja, hier. Ist klar, läuft bei dir, Kollege. War ist schon geil, ey. Mega. Ja. Ja, bin mal gespannt, wenn das alles zusammengebaut ist, dann muss er den Motor halt erstmal einfahren und danach werden wir Software machen. Basegate ist natürlich auch nicht mehr Serie, ne? Also die Druckdose ist schon mit der anderen Feder versehen, ist klar. Ne? Gerade bei hohen Laderücken ist es so, kurz zur Erklärung, Serie hat der Focus RS eine 0,6 Bar Feder hier drin und das Ganze läuft über eine PWM-Taktung mit einem Taktventil. So, und quasi mit Ladedruck, die Feder öffnet bei 0,6, kannst du das sehen? Ja, hallo? Also, nee, es war nur sehr dunkel. Dunkel? Mhm. Das ist auch dunkel. Nichts gegen meine Hautfarbe. Ach, nein. Deine Haare, deine hier. Ja. Ja, andere machen da einfach hier. Ja? Ja, morgens weißt du hier, Haare fertig, alles super. Viel besser als das da. Deswegen willst du auch dein Gesicht heute nicht im Video haben, ne? Frage. Was denn? Wie viel PS soll es geben? Also der TT94 ist schon für 490 PS ausgelegt. Wir wollen mal schauen. Der Kunde hat sich nicht für andere Nockenwellen entschieden. Wollen wir mal gucken, was da geht. Also der Lader wurde schon mal gefahren mit auf dem Diagramm 520 PS. Prüfstandsdiagramme, ja, lassen wir es einfach mal so dahingestellt. 520 PS, wenn er die schafft, ist doch gut. Also ich denke, die 490 stehen auf jeden Fall mit Nockenwellen und sowas. Und ohne Nockenwellen werden wir es dann halt sehen. Ist auf jeden Fall alles dafür ausgelegt, wie ihr gesehen habt. Und dann wollen wir halt mal schauen. Werden wir sehen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei Basegate-Federn, genau. Mhm. So. Und zwar ist es so, 0,6 Bar Feder, klar, öffnet bei 0,6 Bar. So heißt, wenn du 1,8 Bar fahren willst, dann lässt du fast gar keinen Ladedruck mehr durch. Und das läuft durch ein Taktventil. Ich hole das mal eben. Taktventil. Ne? So, und zwar folgendes, hier drin ist eine Spule mit einem kleinen Stift, die öffnet zwischen Atmosphäre und Wastegate. So, hier ist Ladedruck drauf und quasi taktet der immer wieder ganz schnell Ladedruck auf die Dose durch. So, und wenn ich jetzt eine 0,6 Bar Feder habe und will aber 1,8 Bar fahren, dann ist das Ding hier am Arbeiten wie bescheuert. So, das fängt dann, also es macht sich bemerkbar, wenn du ganz feine Loks fährst mit ziemlich guten Sensoren, siehst du, dass die Amplitude des Ladedrucks quasi, also der Anstieg und der Abfall, wenn der Zylinder sich öffnet, hast du ja quasi auch einen Druckabfall. So, dass das sehr weit auseinander liegt und auch der Abstand größer ist. Mhm. So, und wenn du, also auf die Zeitkonstante gesehen, wenn du jetzt eine andere Feder fährst und das ganze Ding in weniger arbeiten muss, rückst du das Ganze quasi zusammen und hast dadurch eine wesentlich saubere Leistungskurve, weil der Lader mit der Füllung auch hinterherkommt. Ja? Es ist einmal die Kapazität des Laders dafür verantwortlich und des Wastegates. Ja. Ja. Ja? Das, denke ich mal, war jetzt einfach dargestellt. Ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, aber das ist schon okay. Ja? Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was damit geht. Motor ist so gut wie zusammen, also dauert jetzt nicht mehr so lange. So, dann Lader dran, einfahren. Ja, dann mal gucken. Ne? Wann er ready for Software ist, dann kriegt er erstmal einen Ölwechsel und so ein Kram, also alles, was so nötig ist. Und dann was das denn machen, ne? Soundcheck nochmal, ja, oder? Ja, sicher. Ja, dann. Machen wir doch nochmal. Nein.
Nur mal einmal reinlauschen. Hä? Ja, hört sich echt mega an. Ich würde mal sagen, der ist gelungen. Ja, ich hoffe. Also ich denke, der Kunde ist zufrieden. Können wir natürlich bei uns erwerben, käuflich. Über Preise reden wir nicht, die Konkurrenz hört mit, das kennen wir alles. Geht nicht. Also immer alles schön per PN anfangen. Ne? Was ist jetzt so scheiße? Ja, nee, weil es richtig ist. Ja, der ist ein Haare kämmen, ne? Kriegen wir nochmal ordentlich durch die Frisur. Jo. Ja, musst du auch mal machen. Ja, das war's erstmal heute. Ach ja, der grüne RS läuft. Den stellen wir erstmal wieder an die Seite. Dann geht's gleich weiter am RS500. Der Wagen fährt im Übrigen, wir nehmen euch auch nochmal eine Runde mit. Das andere Rohr läuft natürlich auch, ohne ESP-Fehler und alles. Und ja, hinten noch die anderen Bremsbeläge drauf. Ja. Und den geht's ab. Kann der Besitzer Montag sein Auto abholen? Ne? Einen der besten Vierzylinder-Sounds, Respekt. Danke, cool, das freut mich, auf jeden Fall, sehr geil. Ja, ich hoffe, das kommt natürlich jetzt am Mikro auch rüber. Also das ist natürlich wieder so eine Sache zwischen aufgenommen und live gehört. Dazu kommt natürlich, unter Last hört sich das Ganze nochmal ganz anders an. Ne? Und es geht auch noch lauter mit der Serienanlage. Da müsste man allerdings die Rohrquerschnitte ändern. Dann fällt es wirklich ein bisschen auf. Aber so wie das jetzt ist, ist das Maximale, wie die Serienanlage mit seiner kompletten Peripherie nach außen hin machbar ist. Und ist auch unauffällig. Ja. So. Dann sind wir für heute erstmal fertig. Wir machen weiter. Bis dann.